Willkommen zur 41. Folge Batman Arkham Origins. Ihr hört fluchendes Miststück, Copperhead. Hahaha. Da liegt sie, aufgeregt. Und die haben wir auch ausgeschaltet soweit. Jetzt müssen wir uns nochmal hier einmal umschauen. Gift ist soweit erstmal zumindest geklärt. Und eigentlich müssen wir jetzt den Electrocutioner suchen. Moment mal, da hinten. Soll das sein? Hinter uns links. Hinter uns links. Ja, Moment. Achso, hinter uns rechts. Irgendwo hier. Aber wo denn da? Ach ja, das war ja das wieder mit dem. Mhm. Ja. Halt doch mal die Backen. Hey, Caramba. So. Hier haben wir ja soweit eigentlich alles, was wir konnten, gemacht. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind da welche. Oh. Na, Jungs. Kuckuck. Hey. Sag mal. Alter, die sind so aggressiv. Wahnsinn. So. Sag mal. So ja wohl nicht hier. So ja wohl nicht. Ey, die hauen so schnell zu. Wahnsinn. Arschloch. Mann. So, was ist das denn? Ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe. Ja, so ein Plan. Ja. Mhm. Besser. Ich muss diesen Kanister zerstören. So? Alfred? Sir? Ich lade eine Probe der Chemikalie hoch. Du musst für mich die Stadt danach scannen. Suche nach einer hohen Konzentration des Gemischs. Finde die Quelle, dann lege ich sie lahm. Gewiss, ich gebe Bescheid, sobald ich etwas gefunden habe. Fein für ihn. Ah, zerstöre Black Mask Drogenlager. Haben wir dann ja auch wieder ein Charakterding. Also so eine Charaktermission bekommen. Wenn nicht alles täuscht. So, Electrocutioner. Ich empfange kein Signal vom Electrocutioner. Ich muss weiter nach oben. Der mittlere Pfeiler der Pioneer Bridge sollte reichen. Okay. Wissen wir ja schon mal Bescheid. Und da werden wir dann jetzt auch gleich mal direkt hin. Gar nicht lange rumeiern. Das sind auch schon wieder Waffenträger. Ja, komm. Setzen Sie doch eine. Interessant. Naja. Wir wollen den Executioner. Der Rest interessiert uns jetzt gerade erstmal nicht. Bla. Wieso? Das hört sich so merkwürdig an. Da sollten wir vielleicht dann doch nochmal eben schnell hin. Na, komm schon. Sag mal. Nein. Nicht das scheiß Datenpack. Das gibt's nicht. Egal. Da rennen wir jetzt auf jeden Fall nochmal eben schnell hin. Kleinen Umweg machen. Tschuh. So. Was ist denn da? Zeig mal her. Waffenträger? Tatsache. Oh, langsam wird's gefährlich hier. Da müssen wir wirklich ein bisschen schauen. So, irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Da hinten.
Da hinten. Bin ich mal gespannt, was das jetzt sein soll. Kuckuck. Ist doch mal nichts los hier. Okay. Was ist hier? Ich muss nach Überlebenden suchen. Jungs, was ist da passiert? Da ist was. Ist das der Helikopter? Das ist doch ein Schild. Hä? Merkwürdig. Keine Überlebenden. Dafür wird jemand bezahlen. Ich muss den Tatort untersuchen, um herauszufinden, wer. Was ist da passiert? What the fuck? Da hinten. Was ist mit dir passiert? Au. Au, au, au. Der Hubschrauber war außer Kontrolle. Der Pilot wurde beim Aufprall getötet und nicht durch den Schuss von vorhin. Aber warum ist er abgestürzt? Vielleicht kann ich auf dem Dach mehr erfahren. Mhm. Aber welches Dach jetzt genau? Das oben? Das da? Oder das da? Sagen wir mal das. Gucken wir mal. Von hier aus kann ich den ersten Aufprall analysieren. Dann tun wir das mal. Der Heckrotor wurde abgetrennt, als der Rumpf auf das Gebäude geprallt ist. Ich sollte den Tatort nach dem Heckrotor absuchen. Den haben wir ja schon gefunden. Der liegt da hinten. So. Der wurde doch von der Rakete abgeschossen. Wirkte so. Ja. Sag ich doch. Der Hubschrauber ist abgestürzt, nachdem ein Hochleistungsgeschoss den Heckrotor zerstört hat. Eine Analyse der Ballistik wird mich zum Standort des Schützen führen. Jo. Zurückspulen. Da. Da liegt doch auch jemand. Alles klar. Dann mal rüber da. Da liegt doch auch ein SWAT. Nee. Hier stimmt was nicht. Doch. Der Mann hier war beim SWAT. Wieso hat er auf einen Polizeihubschrauber geschossen? Das würde ich auch gerne wissen. Er hat nicht auf den Hubschrauber geschossen, sondern auf mich gezielt. Der Ballistik zufolge wurde er durch einen Querschläger derselben Kugel getötet, die den Hubschrauber erwischt hat. Nur eine Person ist zu so einem Schuss fähig. Deadshot. Deadshot. Die Flugbahnanalyse wird mich zu Deadshots Schussposition führen. Der ist so durch. Schießt dahin. Dann tschung. Alter. Durchgeknallter Typ. Also mal hin zu Deadshot. Frag mich, wie teuer es wird, das Chaos aufzuräumen. Sind bestimmt. Bin ich ja mal gespannt. Und die Nacht ist noch nicht mal Drecksack. Vorbei. Und woher nehmen Sie das Geld? Erhöhen bestimmt die Steuer. Machen Sie ja immer. Und irgendwo da hinten. Ey. Wann hast du denn das letzte Scharfschütze? Ich muss sie nicht zahlen, um sie zu hassen. Was hab ich denn verloren? Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Ist das jetzt hier oder wie? Er ist hier! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Wow! Den habe ich ja jetzt total übersehen. Na, schämst du dich nicht?
Stirb. Los. Heute ist mein Glückstag. Ah! Weiß nicht, ob das dein Glückstag ist. So. Ey. Warum hat denn der Wichser geschossen? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwo von da. Von da ganz hinten? What the fuck? Bisschen verwirrt, da hier jetzt nichts wirklich mehr anzeigt. Da hinten ist noch irgendwas. Na? Oben drauf. Nein. Das ist irgendwas anderes. Ein Generator. Wie bekommt man denn jetzt da raus, wo er geschossen hat? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das hat ja einfach irgendwann aufgehört. Da. Ach ja, dann hat er vielleicht von da irgendwo auch geschossen. Gucken. Da oben drauf. Genau. Von hier hat er geschossen. Hergekommen sein. Ich sollte Alter. Die Gegend scannen. Kann er mich verarschen? Von hier nach da und dann dahin geschossen sozusagen. Psycho. Da ist doch irgendwas. Einzelne Kugel. Deadshot. Wie vermutet, die Hülse stimmt mit anderen in der Verbrecherkartei überein und alles deutet in Richtung Deadshot. Aber hier endet seine Spur, es sei denn. Auf der Patronenhülse sind Zahlen eingraviert. 451326. Sieht aus wie eine Funkfrequenz. Okay. Gucken wir mal. Hallo, Betty. Wie ich sehe, hast du meine Nachricht entschlüsselt. Gut gemacht. Aber leider ist die Zeit für Spiele vorbei. Komm zur Bank, damit ich dir eine Kugel verpassen und meine Belohnung kassieren kann. Ach, und falls du nicht kommst, ich habe eine Geisel und mir juckt der Finger abgezogen. Oh oh. Das kann auch nicht gut gehen. Niemals. Naja. Aber wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Auf bald!